Hallo, liebe Freunde des Hörkanals. Noch scheint mir hier die Sonne mitten ins Gesicht, aber die Nächte sind eiskalt. Ich habe gestern wirklich für uns schon die Daunendecken bezogen, denn es sollen Nachtfröste kommen. Man zündet abends schon auch mal eine Kerze an. Man macht schon Pläne für Weihnachtsgeschenke. Ja, das ist die Zeit, wo die Vorfreude auf Weihnachten so langsam losgeht. Und ich hoffe, auch eure Vorfreude auf den diesjährigen Adventskalender auf dem Hörkanal. Es gibt wieder einen. Und ich brauche den November Zeit zur Vorbereitung. Darum gibt es im November keine neuen Beiträge von mir. Eben nur diesen einen, der eure Vorfreude wecken soll. Ich hoffe ganz sehr, ihr seid wieder mit dabei. Ich habe ganz spannende und schöne Texte ausgewählt. Und ich freue mich sehr auf den Adventskalender 2021. Ich bedanke mich für eure Treue. Vor allen Dingen ihr, liebe Abonnenten, ihr seid die Besten. Meine treuen Zuhörer, bis bald im Dezember, eure Eva. Vorfreude von Eva K. Weihnachten fühle ich im Herbst schon. Wenn Orangenduft mir wieder den Mund wässert, wenn ich die dicken Federbetten vom Boden hole, wenn ich im frühen Abenddunkel erste Kerzen anzünde, die noch keine Weihnachtskerzen sind. Wenn mein Kind Klavier spielt und ich mir lächelnd das vierhändige Fiasko mit ihrem Großvater am Weihnachtsabend vorstelle. Wenn ich verstohlen die Nase in die angebrochene Schachtel Räucherkerzchen vom vorigen Jahr stecke und kaum widerstehen kann, eins anzuzünden. Wenn ich schon mal in Omis altem Liederbuch blättere und mir ihr warmer Alt aus der Erinnerung entgegenweht. Wenn mich im Laden Lebkuchen locken, ich bis November warte mit dem Kauf und sie dann noch 2 Wochen lang aufspare, um den Zauber länger zu halten. Wenn ich Adventskalender mache, deren Neuauflage ich leidlich überzeugend das ganze Jahr verweigert habe. Zu Weihnachten dann fühle ich mich meistens wenig weihnachtlich und traure um meine Vorfreude, die die eigentliche Freude war.